Ein herzliches Hallo vom Filmfest München 2016. Ich bin der Konrad. Ich bin der Philipp. Willkommen zurück. Genau, wir sind jetzt bei unserem zweiten Teil unseres Videoberichtes vom Festival. Das letzte Video ist schon ein paar Tage her. Es hat auch ein paar Tage gebraucht, das hochzuladen. Es haben sich mittlerweile viele Filme angestaut. Bei uns beiden ist das heute der letzte Tag des Festivals. Eigentlich geht das Festival noch bis morgen. Nur ich werde morgen früh schon fahren. Und du hast ja schon deinen letzten Film gesehen, nicht wahr? Den habe ich heute früh gesehen, ja. Mit Captain Fantastic. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. I miss Mom. Mom needs to be in the hospital right now. Genau, den haben wir beide geguckt. Das ist ein Film, der lief auch in Cannes, glaube ich. Ja. Lief auch in Sundance dieses Jahr. Und ist ein Film mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Er spielt einen Familienvater. Und das ist eine besondere Familie. Diese Familie ist praktisch so der Inbegriff des, was man so als Hippie-Familie bezeichnen würde. Oder als jemand, die sich entschließen, außerhalb von der Gesellschaft zu leben. Die leben in so einem Waldstück. Und jagen da ihr Essen selbst und scheinen alle sehr, sehr glücklich zu sein, sind hochgebildet. Die werden also gehen nicht normal zur Schule, sondern werden von ihrem Vater unterrichtet und wissen schon sehr viel mehr als die Kinder, gleichaltrigen Kinder, die sonst zur Schule gehen. Mhm. Aber die, willst du da einsteigen? Nee, mach ruhig weiter. Achso, gut. Die Mutter stirbt. Die Mutter hat Depressionen und hat sich selbst umgebracht. Und nun reist diese Familie zusammen zu der Beerdigung hin. Und die Eltern von der Mutter sind natürlich nicht so begeistert von diesem Lebensstil und von dem Vater. Und die Familie, die angeblich vorgibt, immer die Wahrheit zu sich zu sagen, wird den eigenen Lügen auch ein wenig bewusst. So könnte man zusammenfassen, ja, oder? Zusammenfassen. Auf jeden Fall, ja. Also der Film kam ja recht schlecht weg, glaube ich, oder? Vorher, wenn man so... Ich habe keine wirklich negativen Kritiken gehört. Okay, also ich dachte, dass ich irgendwo, also ich in Erinnerung habe, dass der recht schlecht wegkam. Auf jeden Fall war ich letzten Endes dann eben doch positiv überrascht. Finde es einen sehr sehenswerten Film, der ja einfach so wirklich diese zwei Welten super ausspielt. Also die, die halt wirklich komplett Abstand von der Gesellschaft nehmen möchten und auf der anderen Seite dann der Opa der Kinder, der übrigens super von Frank Langella verkörpert wird. Ja, wenn man sich einen Bösewicht vorstellt in einem Film, dann ist es schon Frank Langella. Ist die könnte ein beste Super Wahl. Bond Bösewicht spielen, oder? Ja, ja. Hat er nicht schon, ne? Nee, hat er noch nicht. Könnte er, ja. Der halt dann auf der anderen Seite versucht, diese Kinder wieder in die normale Welt einzugliedern und da dann wirklich auch sehr konsequent halt auch gegen den Vater, der von Viggo Mortensen verkörpert wird, versucht vorzugehen. Und dann ist halt letzten Endes so, dass halt auch einzelne Kinder, ein Sohn zum Beispiel, der versucht hat, der hinterfragt halt dann auch das Leben, er fängt uns an zu hinterfragen. Und ja, also es ist wirklich sehr interessant, wie der Film halt eben mit diesen zwei Welten spielt. Die Schauspieler sind super, auch die Kinderdarsteller überraschend gut. Die spielen auch super mit Humor, der Film, also auch da wirklich seine Stärken und ja, das ist eigentlich so. Fandest du, dass er sich für irgendeine von diesen beiden Seiten entscheidet? Oh, hattest du das Gefühl, irgendeine von den beiden favorisiert er? Nee, auf keinen Fall. Ich finde, der Film geht es schon recht ambivalent an. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Das hat, glaube ich, dir auch nicht so gut gefallen, oder? Na, was mir an dem Film am wenigsten gefallen hat, ist halt, dass es wirklich sehr deutlich ein Sundance-Film ist. Also ja. Da sind halt diese ganz typische Sundance-Ästhetik. Viele weiße Schauspieler mit einer Kamera, ist so eine handgeführte CinemaScope-Kamera mit natürlichen Farben und viel Sonnenlicht, was in die Linse strahlt und viel Nahaufnahmen und viel Musik, also so Gitarren, Streicher und Klavier, das sind ja so die Dreifaltigkeit des Sundance-Soundtracks und über alles gelegt, ganz viele Montagen und so. Wobei das ja während des Films noch in Maßen ist und deswegen finde ich es ja gar nicht so schlimm. Am Ende kommt es halt ziemlich stark durch. Am Ende ist sehr, sehr stark und da fand ich es dann fast nervig. Dementsprechend ist ein sehenswerter Film, nicht unbedingt ein starker Film, sondern es hervorheben sollte, aber allein aufgrund des Schauspiels auch von Viggo Mortensen, kann man schon ins Herz legen. Ja, finde ich auch. Also man kann so
vor allem danach sehr schön diskutieren. Also es ist halt so ein Film, ich finde halt schon, dass er sich in gewisser Hinsicht hat, er natürlich stärkere Sympathien für diese Außenseiterfamilie, weil so wie halt die Welt oder wie das System funktioniert, funktioniert es ja nicht wirklich. Nee. Das Einzige, was dieses System verspricht, also dieses kapitalistische System mit diesem, du gehst zur Schule und dann machst du eine Arbeit nach und dann konsumierst du und konsumierst du. Das Einzige, was dieses System halt verspricht und was der Film auch eingesteht, ist halt Sicherheit. Ja. Und alles, Freiheit birgt halt Risiken. Ja. Und die Frage ist halt, wie er miteinander verhandelt. Und der Film nimmt dann zum Schluss so eine sichere Position, sag ich mal, indem die beiden versuchen, das Beste aus beiden Welten irgendwie zu nehmen. Ja. Ja, also es ist ein bisschen... Ist halt diskutierenswürdig. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ja, es ist ein utopisches Bild, was da kreiert wird. Und ja, was so ein bisschen versucht, so an diesem Satz zu rütteln, an diesem bekannten Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Ja, ob ihm das gelingt, weiß ich nicht so richtig. Ja, also das war dein letzter Film. Ich weiß noch nicht, ob mein letzter Film war, vielleicht gucke ich heute noch einen Film. Ansonsten wäre das auch schon alles von diesem Festival dieses Jahr. Und man kann jetzt natürlich schon sagen, welche Filme man am besten fand und welche man am schlechtesten fand. Fangen wir an mit den Highlights. Was war denn so dein absolutes Highlight auf dem Filmfest München hier? Ja, das war Divine, ein französisches Vorstadt-Drama. Ja, also da bin ich letzten Endes, da war ich wirklich überrascht. Also das ist nicht nur der beste Film des Festivals, es ist bisher auch eigentlich einer der besten Filme, die ich im ganzen Jahr gesehen habe. Du schließt dich da ja auch an. Ja, also ich bin genauso wie du sehr begeistert aus dem Kino gekommen. Tu veux quoi? Elle est là, Rebecca? Rebecca? Rebecca, pour toi. Tu veux quoi? On peut te parler toute seule, s'il te plaît. Tu m'attends. Ouais. Vas-y, accouche là. On veut bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? Also es geht da um zwei Jugendliche, zwei Mädchen, die halt in den Vorstädten von Paris aufwachsen. Und die halt ist natürlich am Anfang erstmal so die klassische Geschichte, die einfach versuchen, in Paris einfach Fuß zu fassen, aufzusteigen in der Gesellschaft, Geld zu verdienen. Also die träumen natürlich, wie sie immer sagt, Money, Money, Money. Also das ist wirklich so diese Grundidee des Films. Zwei Girls, die halt wirklich nach dem Geld suchen. Und ist halt letzten Endes dann doch diese Vorstädte, das wird auch sehr schön wieder hervorgehoben. Also das letzte Mal, dass es eigentlich so gut dargestellt wurde, fand ich jetzt La Haine aus den 90er Jahren. Gab natürlich auch letztes Jahr noch diesen Girlhood, der sich da auch mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt hat. Aber meines Erachtens jetzt nicht so gut wie eben die Wien. Ich war sehr begeistert. Ich finde vor allem gar nicht, dass man den jetzt so... Natürlich ist das ein Vorstadtdrama oder irgendwie so. Man hat dann gleich diese Verortung. Aber der Film versucht, also ist ästhetisch so viel mehr. Also ich finde vor allem, der macht diese Geschichte, diese Vorstadtgeschichte so groß, dass dieser Titel, der verspricht das ja auch schon, Divine, ja. Also der nimmt schon die Heiligen heißt das ja. Ne? Genau, also die Heiligen. Also nimmt halt schon wirklich auch epische Maßen an, ja. Genau, also der kleckert nicht. Also es taucht wirklich vieles auf. Also manchen wird das wahrscheinlich eher nicht gefallen, dass er so wirklich kein Stilmittel außen vor lässt. Also es gibt da wirklich so unglaublich tolle Montagen. Die Hauptfigur beäugt so einen Security-Menschen, der halt gleichzeitig in seiner Freizeit so als Tänzer arbeitet, ja, und beobachtet ihn immer oben von der Bühnentechnik aus, seine Proben.
ist natürlich eine Liebesgeschichte an der Stelle. Der Film koppelt dann auch diese Tanzchoreografien mit Szenen aus dem Film. Es gibt dann Parallelmontagen zu sehr, sehr deutlicher Musik, überwiegend religiöse Musik, also oftmals also Mozart, Lacrimosa hört man da ganz oft. Und auch wirklich diese Dimension von dieser Geschichte, die ja nur ein Vorstadtdrama ist, aber wirklich am Ende, und muss man ja sagen, kann man jetzt als Spoiler sehen, wie man möchte, aber es ist eine Tragödie. Und diese Tragödie zündet auch wirklich. Also ich war am Ende so niedergeschlagen. Vielen war dieses Ende übertrieben, fand ich gar nicht. Ich fand es auch nicht übertrieben. Ich finde auch, dass der Film das super macht, wieder auf die aktuellen Situationen, also die aktuelle Situation in Frankreich, da noch mit einspinnt. Gerade was auch die ganzen Auseinandersetzungen mit der Polizei betrifft in den Vorstädten. Ja, da ist jetzt schwer, das näher zu erläutern, ohne da zu spoilern, weil gerade das halt am Ende dann super verdeutlicht wird. Und ja, also da also wirklich viele Themen spielen da rein, Politik, Religion, was halt das Leben der beiden Mädchen eben auch prägt, alles. Genau, ihre beste Freundin ist ja die Tochter von einem Imam anscheinend, ja. Genau. Genau. Und ja, das ist es eigentlich. Ja, also es ist, ein Film, da steckt viel Arbeit drin. Es ist der erste, ist ein Debütfilm. Die Regisseurin hat da jahrelang dran gearbeitet und man sieht halt jede Schweißperle auf der Leinwand. Also es ist einfach so ein, also wenn man Erzählkino mag, wenn man Pathos mag, wenn man sehr, sehr großartiges Schauspiel mag, ja. Wenn man einfach Lust hat, in diese Geschichte einzutauchen. Auch ein Film, der sehr persönlich ist. Also auch ein Film, der sehr persönlich ist. Also hat ja die Regisseurin dann auch nach dem Film erzählt, wie die da wirklich so private Momente in diesen Film mit eingesponnen hat. Besonders die famose Taxi-Sequenz, wo halt die zwei Mädchen... Ferrari. Ja, Ferrari-Sequenz, klar, stimmt, logisch. Die Ferrari- auf dem Poster ist ein Taxi drauf, ja, das stimmt. Genau. die Ferrari-Sequenz, wo die beiden Mädchen dann sich eben vorstellen... ja, wie das Leben sein könnte, mit, dass sie ganz viel Geld haben, reich sind, sie träumen einfach, und wie das dann montiert ist mit der Kamerafahrt und alles, also es ist wirklich famos. Und diese Szene zum Beispiel, hat die Regisseurin hat erzählt, dass die sozusagen ihr Bruder war es, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube, ihr Bruder war es, dass der halt in Wirklichkeit auch mal so sich vorgestellt hat, wie er halt so mit dem Taxi so als Reicher durch Paris halt kurft. Und das, wie sie diese Idee dann da eingewoben hat in den Film, ist wirklich großartig. Also das ist eine tolle Szene, die hat so Anwärter zur Szene des Jahres, finde ich. Das ist so eine Einstellung, die Kamera, und dann setzen die sich so vorne, ungefähr so wie wir jetzt stehen, als ob das so, und hier ist der Fahrer, und dann fahren die so über so einen Parkplatz, weil die gerade sich langweilen, aber die müssen und der Ton, die Kamera fährt halt wirklich so mit, als ob die Auto fahren würden, und dann die Tonebene erzählt auch komplett, was die wollen. Also dann hupen die auch so, man hört so Straßengeräusche, und dann genau, also es ist eine fantastische Szene. Also da habe ich Tränen gelacht. Also ja, auf jeden ein Fall. Toller Film, und ich hoffe, er kommt. Anscheinend kommt er ja nicht ins Kino. Wieder das Aber, weil Netflix hat sich den geholt, und das ist der große Nachteil von Netflix. Anders als Amazon, die halt auch Filme ins Kino bringen, macht Netflix das ja nicht. Die knallen das ja gleich auf ihren Streaming-Service. Heißt, es wird bei einem Großteil wird dieser Film nicht auf einer großen Leinwand gezeigt werden anscheinend. Vielleicht ändert sich ja dann noch was in deren Politik bei Netflix. Wäre jedenfalls zu hoffen bei dem Film. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall vormerken, ganz groß, wie auch immer vormerken. Genau. Und dann, sobald ihr die Möglichkeit habt, eben über Netflix oder so auf jeden Fall anschauen. Also muss man gesehen haben, diesen Film. Ja, ich komme mal zu meinem absoluten Highlight. Du hast es leider nicht gesehen, weil der Film lief nur einmal und auch zu einer unmöglichen Zeit um 22 Uhr. Nee, 22 Uhr, aber er geht halt 2,5 Stunden. Und zwar der koreanische Film The Wailing. Von Hong Chin-na. Genau, der Regisseur, der auch gemacht hat The Yellow Sea und The Chaser. Genau. Beide habe ich nicht gesehen, du fandest die super. Ich fand beide super, also gerade den Chaser ist für mich einer der besten Genrefilme der letzten 10 Jahre, kann man schon sagen. Geht bei ihm ja im Prinzip immer um ähnliche Themen, Polizei, sind halt Krimis teilweise auch, die dann halt wirklich so die extrem düsteren Seiten der Gesellschaft halt auch aufdecken, aber das wirklich auch auf extrem verstörende Art und Weise machen. Und ich denke mal, das wird in Wailing auch nicht anders gewesen sein, oder? Richtig, ich wollte gerade schon reingrätschen, dass das wirklich, dass du das schon so gut beschrieben hast. Es war mein erster Film von ihm, und ich war völlig, völlig begeistert. Was
사람 죽어 나가는 거. 그 구멍이랑 뭔 연관이 있는 거요? 싹 다 그 양반이 오거나 생긴 일들 아니오. 여기다 뭔 일이 다녀오래? 여기서 다 죽었던 직접 본 거야? 한번 봤지. 왔는가? 이 뭐가냐? 이거 뭐야 이거? 아따. 자네 며칠 전에 만나면 안 되는 것을 만난 적 있지? 아내가 그곳을 건드려 울었어? 똑같아 증상이. 사람들이 그놈이 자꾸 눈에 빼는 것은 그놈이 자꾸 찾아가고 빼는 것이라. In The Wailing geht es um einen Polizisten, wie du schon gesagt hast, wie du es vermutet hast. Der hat eine Familie, es ist so, ein kleines Dörfchen, möchte ich sagen, so eine Kleinstadt in Südkorea. Und da ist jetzt ein Neuer hingezogen, ein Japaner, der da immer so angelt. Und der lebt so ein bisschen in so einer Hütte im Wald und alle sind so misstrauisch dem gegenüber. Denn seitdem der angekommen ist, gibt es Vorfälle, dass die Leute in dem Dorf sich anfangen selber zu töten. Die kriegen dann auf einmal so roten Ausschlag und weiße Augen und schlachten auf einmal ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Ehemänner oder Ehefrauen ab, was ganz komisch ist. Und dieser Polizist versucht dem halt auf die Spur zu kommen, nimmt sich da jetzt nicht so viel, gibt sich nicht so viel Mühe dabei, ist so eher so ein Donut-Polizist, möchte man meinen, also ja. So ein bisschen kein harter Macho, so ein bisschen verweichlicht, so ein bisschen faul und er tritt dann aber richtig in Aktion, als halt seine Tochter, die so, ich glaube, die ist so 8 oder 9 Jahre alt, dass die auf einmal diese Symptome zeigt, so Pusteln kriegt und so Aggressionsschübe bekommt. Und er versucht dann herauszufinden, woher kommt das. Und ab da beginnt der Film, er hat eine sehr lange Exposition, da muss man erstmal durch. Aber ab da fängt er an, halt so ein Netz zu spinnen aus Misstrauen. Also faktisch wie ein guter Krimi, dass man wirklich die Frage hat, who done it? War es wirklich dieser Japaner, der zugezogen? Oder ist es dieses seltsame Mädchen, was er getroffen hat? Oder ist es jemand ganz anderes? Und man weiß halt wirklich bis zur 5 Minuten vor Schluss, weiß man halt, und es wird immer dringlicher, es wird immer, die Entscheidung, die er fällen muss, er muss die Entscheidung treffen, wer wahr ist, die wird sehr, sehr dringend und das kommt super beim Zuschauer an und man denkt so, oh mein Gott, ich möchte wissen, was denn jetzt eigentlich? Also es ist jetzt sehr schwer zu beschreiben, weil der sehr filmisch ist. Ich fand einen Letterboxd-Review, das fand ich sehr, sehr gut beschrieben. Der meinte irgendwie, das war irgendwie, ich übersetze das jetzt mal so auf Deutsch, dass es halt ein sehr guter Horrorfilm ist, weil er sich viel Zeit nimmt, die Figuren aufzubauen, aber dann sie umso rücksichtsloser vor deinen Augen zerstört. Okay, klingt gut. Und klingt nach dem Regisseur, ja. Ja, und ich fand vor allem so irgendwie The Wailing so als Geisterfilm definitiv das bessere The Conjuring. Und aber welche Referenzen mir noch in den Kopf kamen, war True Detective Staffel 1. Ja. Weil da gibt es sehr viele Parallelen, auch so was so diese, was das Okkulte angeht. Also es ist nicht nur ein Horrorfilm, es ist auch so ein Mystery-Crime-Thriller mit okkulten Elementen und so. Es gibt großartige Schamanen-Szenen. Dann wird ein Schamane einberufen, der die Tochter heilen soll, eine Teufelsaustreibung machen soll. Und die sind unglaubliche Sequenzen. Kriegt man jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dann nochmal dran denke. Also The Wailing lief in Cannes, glaube ich, als Midnight Special, aber außer Konkurrenz. Außer Konkurrenz. Und kann ich nur empfehlen, ich hoffe, der kommt ins Kino. Ich hoffe es sehr, ansonsten kommt er wahrscheinlich wieder bei einem Label auf DVD, aber ich drücke die Daumen. Wo du schon bei untypischen Horrorfilmen bist, ich habe auch einen sehr untypischen Horrorfilm, ich würde ihn jetzt auch noch nicht hundertprozentig als Horrorfilm beschreiben, ist auf jeden Fall auch einer meiner besten Filmfestivals, und zwar The Childhood of a Leader. Worin es um die Erziehung eines Kindes im Jahr 1918 geht, also des Kindes von einem amerikanischen Diplomaten, der in Frankreich sich aufhält und der aber durch seine viele Arbeit die komplette Erziehung seiner Frau und dann eben auch den Kindermädchen, beziehungsweise den Hausfrauen, den beiden überlassen muss. Und ja, das ist, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt so ein verstörendes Kind gesehen habe. He's been acting out of it. Hey! It's only a little boy. He didn't actually hurt anyone, did he? I'm sorry, Mama. Why would you want to hurt anyone? Do you like it here? Why don't you lead us in a prayer, my love? No. also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht zum Beispiel jetzt nicht der größte Omen-Fan und
Ich finde persönlich die Darstellung des Kindes in dem Film deutlich verstörender als zum Beispiel in Das Omen noch, weil es da wirklich um viel, viel mehr auch noch geht bei dieser Erziehung. Also der Film spinnt dann wirklich auch so, der zieht dann Parallelen wirklich. Also der Vater ist ja Diplomat eben und muss dann den Versailler Vertrag aushandeln nach dem Ersten Weltkrieg. Und es geht eben darum, dieses Kind stellt sozusagen, also zumindest mein Verständnis des Filmes, stellt sozusagen, also das Kind ist sozusagen der Versailler Vertrag. Und indem er dieses sich nicht gut genug um diesen Versailler Vertrag kümmert, wie dann letzten Endes der Faschismus eben sich in Europa durchsetzen kann. Also auf dieser Ebene ist der Film dann wirklich, schlägt dann halt so wirklich diese Horror. Also es ist kein typischer Horrorfilm, aber da, wenn man dann länger darüber nachdenkt, ist der Film wirklich sehr krank. Macht man sich sehr viel Gedanken so. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr zu dem Film verraten. Der ist ja von Brady Corbett, den Schauspieler kennen ja viele. Ja. Hat unter anderem für Haneke und für Lars von Trier schon gedreht. Bei Melancholia spielt er mit und bei Haneke spielt er im Funny Games US Remake spielt er einen von den beiden Eindringlingen. Und das ist sein Regiedebüt und er hat dafür ja gleich einen Preis bekommen. Er hat in Venedig, glaube ich, einen Regiepreis gewonnen, oder? Regiepreis. Für den besten Debütfilm und noch irgendeinen anderen Preis. Drehbuch oder irgendwas. Bin ich mir zumindest sicher. Ja, also ich hab ihn leider nicht geschafft zu gucken. Ich wollte ihn gerne schauen. Ich hoffe, der kommt dann auch ins Kino. Da spielt ja auch irgendwie Robert Pattinson spielt mit und Stacey Martin, ne? Stacey Martin, auch Robert Pattinson, wobei die jetzt beide kleinere Rollen haben. Also die kommen jetzt nicht so groß. Ja, Stacey Martin eher noch mehr als Robert Pattinson. Ganz großartig in dem Film sind sowohl Liam Cunningham, den die meisten wohl mittlerweile aus Game of Thrones kennen, und dann eben auch Berenice Bejot. Ach, die spielt da auch mit, achso. Die spielt da auch mit. Hat eigentlich neben dem Kind auch die meiste Screentime, weil sie diejenige ist, die eben versucht, das Kind anständig zu erziehen, auf zum anständigen Jungen zu machen und die aber trotzdem nicht genug Einfluss hat zu dieser Zeit. Vielleicht auch als Frau nicht genug Einfluss, um das Kind eben anständig zu erziehen. Und das mündet dann auch in einer ganz verstörenden Szene am Ende da. Ja, möchtest du jetzt nicht verraten? Nee, möchte ich nicht verraten. Ist ja auch. Man muss den Film gesehen haben, auf jeden Fall. Man wird sehr so über. Ist ein sehr politischer Film letzten Endes auch. Man wird sehr zum Nachdenken angeregt. Gleichzeitig aber wirklich ein Film, den man auch als Erziehungsfilm an sich verstehen kann. Ja. Ja, also ich habe. Also Devine wäre so mein zweites Highlight gewesen, den hast du ja schon genannt. Child of Leader habe ich leider nicht gesehen. Ich hatte dann The Student wäre dann so mein nächster. Also wenn man so eine Top 5 machen würde, wäre so The Waiting, Devine, The Student, über den ich schon im ersten Video gesprochen habe. Johnny Toes Office, über den ich auch im ersten Video, den ich auch fantastisch fand. Und halt den Neruda von Pablo Larraín, der diese Pablo Neruda Biopic, der zum Glück mehr ist als ein bloßes Biopic. Ja. Hast du so eine Art Ranking eigentlich so von deinen Highlights, so Top 5 vielleicht? Also Top 5 eher weniger. Ich muss sagen, ich habe dann doch recht viele schlechte Filme gesehen. Das hatte ich zum Glück nicht. Ja. Ja, also Devine natürlich auch auf Platz 1, ganz klar. Dann The Childhood of a Leader auf Platz 2. Und dann auf Platz 3 ist dann Bamberski, der Fall Kalinka. Über den hatte ich ja im ersten Video gesprochen. An sich immer sehr empfehlenswert auch noch Der Junge und das Biest, der japanische Anime, der war großartig. Genau. Ja, das sind dann eigentlich so meine vier Highlights des Festivals. Und ansonsten hauptsächlich halt sehr viel Mittelmäßiges bis Schlechtes. War zum Beispiel auch von Wiener Dog sehr enttäuscht. Hey, Wiener Dog. She looks like you. Thanks. I'm going to Ohio tomorrow. Wanna come along? What's in Ohio? Crystal meth. Okay. Nana! This is Fantasy. Hey. Fantasy is an artist. Nana used to do some painting. I pose nude and spread my legs. Cool. Der neue von Todd Solondz mit Greta Gerwig, der kurioserweise bei uns ins Kino kommt, ich glaube im August. Glaub sogar, August. Auch im August, genau. Ja. Den fandest du nicht gut. Nee.
Ich hatte nämlich gestern gesehen, ich fand den eigentlich ziemlich gut. Also da ist ein Episodenfilm, es wird halt so erzählt, so anhand von einem Wiener Dog, also einem Dackel, der so verschiedene Besitzer hat, verschiedene Herrchen und Frauchen. Und dann gibt es so kleine Episoden immer aus deren Leben. Und das ist natürlich, manche Episode ist großartig und manche Episode ist eher langweilig. Also zum Beispiel die erste Episode mit Julie Delpy und dem Jungen, der gerade eine Krebskrankheit hinter sich hat und jetzt diesen Hund beschenkt bekommt, die ist fantastisch. Und dann gibt es halt so irgendwie mit Danny DeVito, man liebt Danny DeVito, Danny DeVito spielt so einen Filmprofessor an einer Filmhochschule, der halt so über Drehbuchschreiben berichtet und so ein Problem hat, so eine depressive Phase hat und seine Studenten hassen ihn. Ich finde die Studenten ganz witzig, die sind nämlich so richtig schon aus dem Klischeebuch. Genau, die fand ich ganz gut. Aber ja, der schwankt halt, der Film. Aber dir hat gar keine Episode gefallen so richtig, oder? Also noch am stärksten die am Anfang mit Julie Delpy auch. An sich, also der Humor ist einfach nicht meins. Also ich habe dann am Ende des Films auch wirklich so, also mein erster Gedanke war, das ist wirklich ein Film für Hunde, Katzenfans, Leute, die es wirklich lustig finden, irgendwelche lustigen Katzenfotos anzuschauen. Also ich finde das witzig. Also ich bin großer Fan von Katzenvideos. Katzen eher noch als Hunde, also ich weiß nicht. Wobei ja, der Wiener Dog war schon süß. Nee. Kannst du nicht? Nee. Okay. Also kann er mit dir keinen Podcast mehr aufnehmen. Ne? Ich fand halt auch allen Humor, der irgendwie sich anhand des Hundes orientiert hat, einfach teilweise auch unnötig. Also was zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo die Kamera bestimmt eine Minute oder sowas sozusagen über so eine Spur aus Dünnpfiff von dem Hund entlang läuft. Ob man das lustig finden kann, keine Ahnung. Ich fand es total banal, schrecklich. Mir hat der Humor einfach nicht gefallen. Na gut, Wiener Dog kommt zum Glück ins Kino. Ich könnte ihn empfehlen, du eher nicht. Nee. Genau. La Mort de Louis XIV natürlich ist mein Flop Nummer 1. Hat mich lange nicht mehr so gelangweilt bei einem Film. Über dem das hatte ich schon knapp vermutet, dass es dein Platz 1 ist. Über den hat man auch beim ersten Video schon genug gesprochen. Ganz, ganz schrecklich, und da stehe ich auch nicht alleine damit. Alle, mit denen ich gesprochen habe, fanden ein schreckliches Into the Forest. Endzeit-Drama mit Ellen Page und eben Rachel Wood. Eva? Why don't I have a signal? Okay, there's no water either. Nothing. Der versucht halt so einen Genderfilm als Endzeitfilm zu inszenieren. Das klappt überhaupt nicht. Das Szenario macht zu keinem Moment irgendwie Sinn. Die Charaktere handeln in diesem, also auch total doof in diesem Szenario. Also da ist, man kann dem Film nicht ansatzweise irgendwas Interessantes abgewinnen. Fanden auch alle anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, so. Ich habe wirklich auch nichts Gutes über den Film gehört. Ich wollte den gerne gucken, habe ihn nicht in mein Programm unterbekommen. Ja. Und jetzt bereue ich es zum Glück nicht. Ja. Was haltet ihr davon, heute Nachmittag bei mir zu chillen? Nachmittag steht die Ampel auf grün. Wohnst du hier ganz allein? Ja, meine Mutter ist für 9 Monate nach Marokko gegangen. Die Frau ist hässlich, aber du bist hübsch. Du bist sexy. Alex, ich bin Jungfrau. Echt mal, du machst dir zu viele Gedanken. Ich hätte nie gedacht, dass du mich so verarschen würdest. Habt ihr Lust auf ein Spiel, Leute? Seid ihr heiß? Es ist ein bisschen wie Wahrheit oder Wagnis. Allerdings gibt's nur Wagnis. Ah, jetzt geht's auch. Ein bisschen Kontakt unter Freunden aufnehmen, meint ihr nicht? Wenn Alex das nächste Mal was macht, können wir zusammen hingehen. Bei Alex ist Bane Game. Jetzt oder nie. Also der schlechteste Film, den ich gesehen habe, war Bang Gang, ein französischer Film. Den haben irgendwie viele gucken wollen. Der war auch irgendwie bei vielen Leuten, du hast ihn gesehen. Also wirklich viele haben den gesehen, weil das irgendwie interessant klang. So Jugendliche in Frankreich, man muss schon sagen, so reiche Jugendliche, so, wir haben schon, kommen schon alle so aus eher gehobenen Mittelständern, mittelständischen Häusern. Und die Veranstalter fangen an, so Sexpartys zu veranstalten. Ja. Bang Gangs. Und wo du mich aufgeklärt hast, dass das zwar trotzdem Gangbang heißt, aber man ist irgendwie gerne unter Jugendlichen in Frankreich wird gerne werden die Silben immer ausgetauscht, genau. Also genau. Hintere Silbe nach vorne gesetzt. Genau. Und ja, das ist halt dann diese Jugendsprache. Und das ist irgendwie auch so angeblich nach einer wahren Geschichte. Das ist ja immer schon so ein Warnhinweis. Wobei eigentlich. Das ja
ziemlich lustig dann erst am Ende kam. Ja, das kam dann am Ende, genau. Irgendwie nochmal wie so eine Entschuldigung. Genauso wie der, also der heißt auch nicht nur Bang Gang in dem Film, sondern der heißt noch Modern Love Story. A Modern Love Story, genau. Also als ob ich nochmal entschuldigen muss für diesen Titel, dass es doch da geht um mehr als nur um Ficken. Ich glaube, es geht nicht mehr als um Ficken. Nee. Also es sind wirklich so, das ist so dein einziger Mehrwert. Das sind irgendwie ganz ziemlich gut gecastete Jugendliche, die viel mit sich machen lassen von der Regisseurin, muss man ihr schon sagen. Die Hauptdarstellerin sieht aus wie eine ganz junge Isabel Adjani. Wie so eine Teenie-Version von Isabel Adjani. Das fand ich noch interessant. Aber sonst sind das natürlich alles so perfekte Jugendliche. Wolfgang Schmidt Junior von der Filmanalyse hat so, glaube ich, twittert irgendwie, wie aus einem Clarasil und H&M-Werbespot. Und genauso sieht es halt auch aus. Ja, und Sturex. Ja. Also die haben alle keinen Pickel, die sind alle wunderschön, immer so gut gestylt. Die Regisseurin hat, glaube ich, einen Lockenkopf-Fetisch. Alle wichtigen Jungsfiguren haben Locken, haben so richtige Wuschel-Lockenköpfe und sind so Twinky. Ja, also und dann fangen die an, so. Die fangen dann halt einfach, also auch aus dem Nichts, die haben einfach Langeweile und fangen an rumzuficken. Ja. Und man denkt so, boah krass, sind die progressiv drauf, dass die nicht so, aber dann sind die trotzdem nicht progressiv drauf irgendwie. Nee. Und dann lernen die, wird dann auch extrem moralisch der Film. Ja, am Anfang. So, aber total einfach lächerlich. Man kommt ja auch nicht auf die Idee, so eine Gangbangs auf einmal zu veranstalten, wenn man nicht in gewisser Hinsicht in der Welt ist wahrscheinlich, wo das irgendwie erlaubt ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wenn du fängst dich einfach einmal an mit Fremden, in Anführungszeichen Fremden, mit denen du noch nie Sex hattest, fängst du dich einfach einmal Gruppensex zu machen, da musst du schon gewisser Hinsicht auch das Vertrauen darin haben, dass die anderen darauf stehen könnten. Mhm. Das heißt, es muss irgendwie erzählt werden, dass die aus progressiven Elternhäusern kommen oder allgemein viel Sex haben oder so, ne? Aber die fangen einfach an und dann später, weil irgendein Video von einer, die gefickt wird, bei YouTube landet. Ja. Vorher laden sie es alle hoch auf irgendeine komische andere Porno-Plattform, was anscheinend sicher ist. Aber bei YouTube, wenn man zu YouTube hochlädt, dann wird eine Mauer eingerissen. Und dann einmal wird die dann als Schlampe beschimpft, obwohl alle anderen in der Schule ständig miteinander rumvögeln. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Es wird ganz moralisch. Und am schlimmsten wird es dann halt, es endet dann halt damit, dass wirklich alle Kinder so ihre Köpfe an die Schultern ihrer Eltern legen. Oder die Eltern dann so praktisch die dann so korrigieren. So, ja, das ist nur Ficken. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, alle sind nur austauschbar und so. Und dann, ja, du hast ja recht, Daddy. Und dann gehe ich irgendwie. Nee, es hat mich nur geärgert. Schrecklich. Was der Film zumindest noch positiv zu bieten ist, ist ja unfreiwillig komisch. Ja, also, und insofern kann ich den einfach nicht als so eine absoluten Flops des Festivals werten, weil man hatte definitiv irgendwie auf die eine oder andere Weise seinen Spaß dabei. Ja, und es ist auch so, es ist wirklich so eine Modern Love Story und dann ist alles nur. Sieht alles aus wie in der Werbung, also auch wirklich so die ganzen hübschen Frauen, ganz viele hübsche Mädchen und die küssen sich dann natürlich auch und dann stehen darauf die Jungs und dann, es gibt einen zweisekündigen Schuss, Einschnitt, wo glaube ich zwei Jungs sich küssen und das war's dann auch schon. Ja. Und sonst, jedes Mädchen in diesem Film ist auch wirklich nur dazu da, um die Jungs zu befriedigen. Ja. Also, und das einzige Mal, wo ein Mädchen selbstbestimmt sagt, sie lässt sich jetzt gerne ficken von so und so vielen Typen, dann wird das ihr zum Verhängnis und dann wird es bei YouTube hochgeladen, dann wird es jetzt schlamm bestimmt. Also das ist nicht mal kritisch gemeint, weil sie ja dann doch einsieht, dass alle recht hatten. Aber es ist, Bang Gang kommt wahrscheinlich sogar ins Kino, glaube ich. Also, der kommt auf DVD, oder? Ah ja, stimmt, der kommt demnächst auf DVD. Ja, bitte nicht, Anfang Juli, bitte nicht kaufen. Nee. Bitte nicht kaufen. DVD. Oder ausleihen und dann nicht zurückbringen. Ja, das wären so meine Flops. Viele schöne Sachen natürlich auch gesehen. Ich habe gestern noch den Love and Friendship gesehen. Den würde ich gerne noch empfehlen. Ich hoffe, der kommt ins Kino. So eine Jane Austen-Adaption von Whit Stillman, dem tollen Regisseur von Metropolitan und Last Days of Disco und zuletzt Damsels in Distress oder wie auf Deutsch heißt, Algebra in Love. Seems Lady Susan will finally visit. Lady Susan Vernon? That woman's a fiend. Congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England. Excuse me for arriving this way. What a delightful family pose. Mrs. Cross has come with me as my companion to pack and unpack. And as there's a friendship involved, I'm sure the paying of wages would be offensive to us both. Mit Jane Austen verbinden wir immer so diese sehr schmachtigen romantischen Filme im viktorianischen England. Und hier, Winston hat sich entschieden, er zeigt nicht die romantische Seite von Jane Austen, sondern die komische Seite. Und es ist ein unfassbar witziger Film. Er basiert auf einem Roman, den Austen selbst nie veröffentlicht hat, den erst ihr Neffe 80 Jahre später so veröffentlicht hat. Lady Susan. Und es ist ein wundervoller Film geworden. Ich hatte gleich danach Lust, ihn nochmal zu gucken, weil die Dialoge waren so scharf und so viel und da war so viel drin und man möchte einfach nochmal
Klingt gut. Und Kate Beckinsale in der Hauptrolle ist, glaube ich, Kate Beckinsales beste Rolle bisher in ihrem Leben gewesen. Also die Besetzung ist auch fantastisch. Also wenn man so ansatzweise nichts gegen Kostümfilme hat und Jane Austen, aber sehr viel für Comedy übrig hat, dann bitte diesen Film sehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Festival. Hoffentlich wird es nicht erst das nächste Filmfest München sein. Nee. Genau, sehen wir uns hoffentlich wieder und dann versuchen wir mal, dieses weiterzuführen mit diesen Videos. Ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Ja, ist halt persönlicher. Man kann da spontaner drüber reden. Und ja. Genau, man ist draußen, man spielt mal draußen, das ist auch mal wichtig. Man sitzt nicht so im stickigen Kino, sondern man ist auch mal draußen an der frischen Luft. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle und schnappen nochmal tief Luft und sagen Tschüss. Und bis demnächst.